brennt. Simona De Silvestro brennt. Get her out of there, but quick. Come on. Come on, get it on there. Eine Frau, Feuer und Furore. Ladies and gentlemen, start your engines. IndyCar, Amerikas Gegenstück zur Formel 1. Die USA feiern die Geschwindigkeit und sich selbst. Und mittendrin eine Schweizerin. Simona De Silvestro, erst 22 Jahre alt. Indianapolis, der Speedway. Die älteste Rennstrecke der Welt. Vor 100 Jahren gab es hier das erste offizielle Autorennen überhaupt. Vor einem Jahr gab es hier das Debüt von Simona De Silvestro. Sie wurde sofort zum Rookie of the Year, zum Neuling des Jahres gewählt. Alle sagen, Indianapolis ist speziell. Und als ich da also in mein Auto gestiegen bin und etwa 450'000 Leute da sind und schreien, es ist schon wirklich, also meine Knie sind am Zittern und so. Es ist wirklich ein spezieller Moment. Indianapolis, südlich von Chicago. 800'000 Einwohner. Hier lebt seit einem Jahr Simona De Silvestro. Aus der kleinen Schweiz ins große Amerika. In der Hoffnung, groß zu werden in der IndyCar-Serie. Angefangen hat alles klein, im Kart in der Schweiz. Das Rennen, ich bin, glaube ich, dritte Jahr gekommen. Das war erst mein erster Go-Kart eigentlich. Wie alt sind Sie da? Dort bin ich, glaube ich, etwa 6 oder 7. Mein Vater war in der Automobilbranche und ich habe immer Formel 1 mit ihm im Fernsehen geschaut, als ich klein war. So, ich denke, das ist das immer gesehen haben und dann hat mir eigentlich mein Vater meine Opportunität gehabt, ein Go-Kart zu fahren. Dann habe ich einfach das geliebt und ich wollte das machen. 10 Jahre fährt sie Kartrennen in Europa, wechselt dann in den Formelsport in die USA. Finanziert von Sponsoren fährt sie in verschiedenen Formelklassen. Sie ist da erst 17, oft die Siegerin und das weibliche Supertalent der Branche. Ja, es ist schon so komisch zu mir so gesehen, ich denke, dass nicht ich bin, der fährt. Vor einem Jahr bekommt De Silvestro dann die Chance, die Ehre mitzufahren in der IndyCar-Meisterschaft, dem amerikanischen Motorsport-Mythos. Weil das wichtigste Rennen der Serie seit jeher in Indianapolis stattfindet, die Indy 500, werden die Autos IndyCars genannt. Seit jeher verkauft sich die Serie als die schnellste und spektakulärste der Welt. Seit jeher wird sie dominiert von Männern. Erst seit ein paar Jahren dürfen auch Frauen mitfahren. Simona De Silvestro wird vergangenes Jahr in den USA plötzlich berühmt, weil sie diesen Unfall übersteht. Die Leute haben ein bisschen viel Zeit genommen, um mich rauszunehmen, aber es zeigt, dass das Auto ziemlich sicher ist. Es sieht ziemlich schlimm aus. Let's get the flames retarded here, shall we? Ich habe mir die Hand ein bisschen verbrannt. Wie kann man zum Helfen rausgehen, wenn ich eigentlich die Hand ins Feuer tun muss. Aber es ist... Also es ist mir nichts anderes passiert. Eine Woche vor dem diesjährigen Saisonstart. Anders als in der Formel 1 gibt es in der IndyCar einen Einheitsmotor und ein Einheitschassis, das die Teams allerdings nach gut Dünken und Vermögen weiterentwickeln können. Simonas Team hat nur ein Auto zur Verfügung und nur ein Budget von 3,5 Millionen Dollar. Das ist dreimal weniger als die Konkurrenz. Allein deswegen ist Simona De Silvestro eine Außenseiterin. Umso intensiver arbeitet sie an sich. 3 Stunden Krafttraining täglich, 5 Tage die Woche. St. Petersburg, Florida. Die Saison 2011 beginnt. Die Qualifikation zum ersten Rennen.
Die Indycars sind größer, schwerer, schneller als Formel 1 Autos, erreichen in der Spitze fast 400 km/h. Simona De Silvestro hat Schwierigkeiten, hat Probleme mit den Bremsen. Vor allem aber musste Silvestro mit einem neuen Renningenieur zusammenarbeiten. Ihr bisheriger ist kurz zuvor zu einem anderen Team gewechselt, wo er mehr Geld verdient. Viel funktioniert nicht in der Qualifikation. De Silvestro wird von Platz 17 ins Rennen starten müssen. Bislang konnte nur eine Frau ein Indycar-Rennen jemals gewinnen. Die Amerikanerin Danica Patrick schaffte das 2008. Wegen ihr, der damals einzigen Frau, stiegen wieder das Interesse und die Einschaltquoten. Eine Frau machte die alte Indycar-Serie wieder modern, wieder interessant. Here I am, boss. Nice to see you. 2011 fahren mittlerweile schon drei Frauen um die Meisterschaft mit. Drivers, start your engines. Die Saison ist eröffnet, erlebt in der ersten Kurve gleich den ersten Unfall. Simona De Silvestro kann ausweichen. Vom 17. Platz gestartet, gehört sie bald schon zur Spitzengruppe. Alles passt perfekt, zur Hälfte des Rennens sogar auf Rang 2, zur Freude der angereisten Familie auf der Tribüne. Am Ende wird sie völlig unerwartet Vierte, ist die mit Abstand beste Frau des Rennens. Ihr Vater, der ihr einst den Motorsport erst ermöglichte, bejubelt ihren größten Erfolg. Ihr gehören der Moment und die Mikrofone. Es ist unglaublich, vor allem mit dem 17. Startplatz. So, es ist wirklich unglaublich, dass wir Vierte angekommen sind. Und vor allem mit einem neuen Ingenieur, der wir erst am Freitag anfangen zusammen zu arbeiten. So ist es wirklich lässig. Eine Umarmung mit dem Vater. Simona De Silvestro ist die Sensation des Tages. Mit einem kleinen Team, viel größeren Teams, vielen Männern davongefahren. Ihr Saisonziel ist es, dieses Jahr es einmal unter die ersten drei zu schaffen. Ihr Karriereziel ist es, in spätestens 3 Jahren die Serie zu wechseln. Zurück nach Europa, in die Formel 1.